Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde, aber so, dass seine Sehnsucht ist, das glauben wir aus der Offenbarung, dass er in seiner Schöpfung gegenwärtig sein will. Er schafft die Welt aus Liebe. Jetzt kann man sagen, ja, aber die Naturwissenschaften erklären das alles ja auch. Erklären dir die Naturwissenschaften, was der Sinn von dem allen ist, worauf du als Mensch hinleben sollst. Erklärt dir das die Naturwissenschaft? Erklärt dir die Naturwissenschaft, warum es wichtig ist, gut zu sein, ein liebender Mensch zu werden, Freundschaft zu leben, Gott zu suchen? Das erklärt uns keine Naturwissenschaft, aber auch da wieder, die Naturwissenschaften erklären den Raum der Gesetzmäßigkeiten, in dem sich Freiheit entfalten kann.